So, und weiter geht's mit der Quest zum Midsommar. Wir hatten ja das Holz aufgeschichtet, also vielmehr die trockenen Äste, die wir bei dem kleinen Wäldchen hinter Barneys Silo gesammelt haben. Mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Früher haben wir Papierhexen verbrannt. Wir haben dann jedoch damit aufgehört, da das für die Kinder zu gruselig war und wir uns gar nicht mehr daran erinnern konnten, wo diese Tradition überhaupt herkam. Das Feuer wollen wir jedoch weiterhin jedes Jahr machen. Nimm diese Streichhölzer und entfache das Midsommerfeuer. Komm danach zu mir. Ich hoffe, dass die Einladungen bis dahin fertig sind. Wo war ich? Frau Hülswurz, genau. Hülswurz. Ich weiß immer nicht, wie man den Namen ausspricht, aber ist egal. Also die Tante da in Moorland. So, jetzt erstmal zurück zum Festplatz. Ach ja, immer wieder schön hier, die Strecke. Es zieht sich ja echt, ne? Aber wir beklagen uns ja eigentlich jede Woche, dass es gar nichts zu questen gibt oder nur zu wenig zu questen und die Quests viel zu kurz sind. Dann wollen wir ja jetzt nicht jammern, wenn wir mal was zu tun haben und hin und her reiten müssen, ne? Das ist ja auch irgendwie, aber es ist ja so ein bisschen auch wie das Wetter, ne? Wenn es kalt ist, dann jammern wir, dass es kalt ist. Wenn es richtig warm ist, jammern wir, dass es warm ist. Regen ist auch blöd, regnet es nicht, ist auch wieder dumm, dann jammern wieder die Bauern, dass es kein Wasser für die Felder gibt und wir jammern ja auch, weil wir den Garten gießen müssen und was weiß ich. Also, ach ja. Also, jetzt jammern wir aber nicht, wir freuen uns. So. So, dann wollen wir mal, müssen wir absteigen oder geht das so? Nein, es geht so, Feuer anzünden. Na, wird das was werden? Und wir zündeln vor so ein Zint. Will nicht so recht. Nö, und jetzt? Achso, reite zu Steve und berichte ihm, dass das Feuer nicht richtig brennt. Die Äste scheinen nicht trocken genug zu sein. Ja, okay. Aber da wir hier bekanntlich faul sind, lassen wir uns abholen, anstatt zu reiten. So. So, Steve. Das ist nix. Hast du einen Lösungsvorschlag? Hast du eine Idee? Hast du vielleicht Erfahrungswerte? Erzähl mal. Huch, hat nicht geklappt. Du glaubst, die Äste waren nicht trocken genug? Nee, genau. Brennstoff. Es gibt kein Midsommerfest ohne ein richtiges Feuer. Was machen wir denn jetzt? Brenngas? Du meinst, es geht auch mit Diesel? Reite sofort zu Barney beim Silo und frag ihn, ob er Diesel für uns hat. Oder was auch immer das Feuer zum Brennen bringt. Ja, Barney, fragen wir doch mal Barney. Ob er da eine Idee hat? Er hat ja auch einen Traktor. Mal gucken. Also Diesel sollte er haben. Da ist doch auch, glaube ich, irgendwo so ein Tank hinterm Haus, ne? Aber mal sehen, was er uns zu berichten hat oder was er uns antwortet. Diesel? Nein, nein. Diesel können wir nicht benutzen. Kerosin. Das ist, was wir brauchen. Kerosin? Wir wollten doch kein Flugzeug starten, aber okay. Mit Kerosin kann man sogar einen Gletscher zum Brennen bringen. Bitte nimm diese Kanne mit Kerosin, aber sei sehr, sehr vorsichtig. Schütte es vorsichtig über die Feuerstelle und lass es erst ein wenig einziehen. Wenn du fertig bist, kannst du zurück zu Steve reiten und ihm noch einmal um Streichhölzer bitten. Aber sei vorsichtig. Ja, also Kerosin finde ich jetzt arm. Also ich meine, Diesel ist ja schon, ne? Aber Kerosin? Okay, aber ja. Dann reiten wir mal wieder zurück zur Feuerstelle. Haben wir jetzt eigentlich diese Kanne Kerosin da im Rucksack? Okay, haben wir. Finde ich ja schon irgendwie ein bisschen gruselig, jetzt hier mit so einer Kanne Kerosin im Rucksack unterwegs zu sein. Aber okay. Hoffen wir mal, dass uns nichts passiert. Wir müssen auch nicht irgendwie vorsichtig reiten. Wir können einfach richtig schön Gas geben hier. Machen wir auch. Sonst kommen wir ja nie da an. Na, ja, Mint Cookie ist hier wieder fröhlich dabei, hat jetzt ja auch diesen hübschen Kranz auf dem Kopf. Und ich habe mir gestern, wie ihr gesehen habt, vielleicht wahrscheinlich schon das neue T-Shirt in der Mall gekauft. Das mit der wunderschönen Blume vorne drauf. Das ist eine Hibiskusblüte. Und auf die stehe ich ja sowieso. Wer meinen Kanal kennt, und ich gehe mal davon aus, dass ihr ihn kennt, sonst wärt ihr ja jetzt nicht hier auf diesem Video, der weiß, dass das so meine Blume ist. So, Kerosin. Kerosin. So, da. Also von daher, das ging aber jetzt schnell. Gut. Also von daher musste ich dieses T-Shirt natürlich haben. Ne? Diese Hibiskusblüten verfolgen mich sowieso mein Leben lang schon.
So, jetzt aber. Jetzt haben wir Kerosin, damit haben wir trockenes Holz. Steve, wir brauchen die Streichhölzer. Kerosin also. Okay, alles ist bereits in Kerosin getränkt. Gut, dann versuchen wir es erneut. Ja, ich brauche trotzdem Streichhölzer. Die zweite Entfachung. Nimm die Streichhölzer und entfache das Feuer. Diesmal kann nichts schief gehen. Sei nun vorsichtig. Zünde das Feuer am Rand an, sodass es nicht zu heiß wird für dich. Komm dann zurück zu mir. Ich habe alle Briefmarken anlecken müssen. Jetzt ist meine Zunge ganz trocken. Hol mir etwas Midsommerbowle. Ja, okay. Das kriegen wir hin. Midsommermusik. Okay. Landen der Hirte, der in der Nähe von Silvergeld steht, ist verantwortlich für die Fiedler. Reite zu ihm und kontrolliere, dass alles glatt gelaufen ist. Ja, okay, das kriegen wir hin. Das liegt wieder auf dem Weg. Das ist ja prima. So. Also. Wo war ich stehen geblieben? Wir waren bei den Hibiskusblüten. Ja, da wollte ich euch da mal wieder ein bisschen was Privates erzählen. Also Hibiskus ist so meine Blume. Ich habe also auch eine Hibiskusblüte mit Ranken auf dem Knöchel tätowiert. Und ja, meine Kanalseite ist ja auch so ein bisschen im Hibiskus-Look. Ja, und da muss ich natürlich bei so einem T-Shirt logischerweise zugreifen. Geht ja gar nicht anders. So, London, Midsommermusik. Die Fiedler, genau. Das habe ich total vergessen. Was für ein Unglück. Da habe ich einfach nicht dran gedacht. Was machen wir denn jetzt? Ein Midsommerfest ohne Fiedler wäre ja eine einzige Katastrophe. Mein Lieblingslied, Die kleinen Frösche, kann so nicht gespielt werden. Unvorstellbar. Ich liebe doch kleine Frösche so sehr. Ich höre mir das Lied jeden Tag auf meinem Plattenspieler an. Plattenspieler. Okay. Ja, ich habe einen Kassettenspieler mit meinem Lieblingslied, Die kleinen Frösche. Wie meinst du? Ach so. Na klar, kannst du dir einen Kassettenspieler leihen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Nimm den Spieler und stelle ihn auf dem Festplatz auf. Reite danach zu Steve und erkläre ihm, was los ist. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ja gut, also ich meine, wir müssen die Fiedler ja nicht haben, wenn wir einen Kassettenspieler mit dem Lied Die kleinen Frösche, ob wir das zu hören kriegen? Na, ich bin gespannt. Haben, ist das ja auch alles okay. Gut, dann haben wir jetzt den Kassettenspieler, den stellen wir da auf. Und dann schauen wir mal, ob wir das Feuer jetzt in Gang kriegen. So, tadam. Ja, aber jetzt doch, da ist er. Einmal den Kassettenspieler aufgestellt. Da steht er jetzt. Und dann schauen wir mal, was es mit dem Feuer jetzt gibt. Feuer anzünden. Na? Ja! Yay! Es brennt. Juhu. Gut, dann müssen wir ja jetzt wohl wieder zurück zu Steve. Mal sehen, wie es weitergeht. Jetzt sollten wir ja eigentlich so ziemlich alles haben. Nö. Haha, das ist mal ein Feuer. Ich habe den Rauch sogar von hier gesehen. Die Leute werden es lieben. Das kannst du mir glauben. Ja, haben uns echt Mühe gegeben. Ja, der Kassettenspieler. Keine Fiedler also? Eine Katastrophe? Nein. Radio mit eingebautem Kassettenspieler? Ah, ich verstehe. Schlau. Dann ist Midsommer gerettet. Ja. Einladungen. Jawohl, die Einladungen sind endlich fertig mit den Einladungen. Ich habe Einladungen an alle geschickt, die mir eingefallen sind. Und noch mehr. Kannst du sie zur Post in Silvergate bringen? Aber klar doch. Das sollten wir auch noch hinbekommen. So, dann mal wieder zu Derek. Derek heißt er doch, ne? Oder, oder? Ich meine, Derek heißt er. Jawohl. So, Derek, wir haben die Einladungen. Oh je, das waren aber mal viele Einladungen. Ich schicke sie sofort weg. Schwupp. Und weg sind sie. Ja. Haben wir es jetzt? Erstmal? Weiß ich gar nicht. Ess es. So. Ne,
nee, der ist tief. Ups, das war jetzt mal ein blöder Sprung. So, die Flagge fehlt. Oh, Landen ist nicht der Einzige, der vergesslich ist. Ich für meinen Teil habe ja voll und ganz die Jorvik-Flagge für den Midsommerbaum vergessen. Hol die Flagge bitte beim Ratsmann in Silverglade ab. Oh, Steve, Mann, wir waren doch gerade erst in Silverglade und haben die Post weggebracht. Aber gut. Dann nochmal rein nach Silverglade und zum Ratsmann geritten. Und da sind wir schon. Das geht ja immer ganz gut schnell hier. So, Flaggen habe ich noch massenweise. Natürlich gehört auch eine Flagge auf den Midsommerbaum. Ja. Nimm diese Flagge, setz sie auf die Spitze des Midsommerbaums und sag ganz tief Bescheid, dass du fertig bist. Okay, also. Dann reiten wir jetzt erst nochmal zum Midsommerbaum. Packen die Flagge da drauf. Und machen uns dann wieder los zu Steve. Ich mag ihn ja, ne? Ich mag die Isis auch. Und deswegen mag ich natürlich auch die Jorvikschen Urpferde so sehr. Weil sie ja nun im Grunde wie die Isis aussehen, ne? Also von den Bewegungsabläufen her, wie die Isis sind. Nur vom Fell her nicht so strukturiert. Nicht so wollig. Ach, guck mal, das sieht ja schon toll aus hier, ne? Das Feuer, die Tafel. So. Dann wollen wir mal die Flagge hier noch aufhängen. Hissen, wie auch immer. So. Muss ich absteigen oder geht das so? Okay. Okay, hier scheint es dann jetzt irgendwie ans Tanzen zu gehen. Da, so weit sind wir noch nicht. Aber wir haben die Flagge jetzt auf dem Weinbaum. Gut, dann also mal erstmal wieder zurück zu Steve. So, Steve. Danke, Ximena. Ja, bitte, bitte. Ja, und jetzt geht's hier weiter am morgigen Tag. Gut, ihr Lieben. Dann sind wir auch wieder so weit. Schon wieder am Ende. Beziehungsweise morgen geht's weiter. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.